Guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu IDS Daily TV. Ja, der deutsche Leitindex, der hat einen ziemlich wilden Handelstag hinter sich. Am Vormittag rutschte der DAX zeitweise tief ins Minus. Am Nachmittag erholte er sich dann wieder, drehte ins Plus. Kurz vor Handelsende, da sackte er schließlich wieder ab und schloss dann bei 12.244 Punkten. Das ist ein Minus von rund 0,4% bzw. 43 Punkten. Was uns heute erwartet, das weiß für uns in Frankfurt unsere Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen, Franzi. Ja, was sind denn die Vorgaben für den heutigen Handelstag? Was könnte den DAX bewegen oder auch nicht? Ja, einen schönen guten Morgen. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, so haben wir gestern beim Dow Jones den größten Tagesverlust seit 2 Monaten gesehen. Zwischenzeitlich ging es sogar unter die 26.000-Punkte-Marke. Und Schuld dafür ist die Sorge, dass es unerwartet schnelle Zinsanhebungen geben könnte in den USA, nach Aussagen des US-Fed-Chefs Powell. Und genau das hat er auf die Stimmung gedrückt, denn somit gibt es eben auch andere attraktive Anlagemöglichkeiten neben in den Aktien. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben in Asien, bleibt in China weiter die Börse aufgrund eines Feiertags geschlossen. Der Nikkei im Minus mit 0,5% und auch der Hang Seng verliert 0,4%. Der DAX gestern ja nun hier mit einem munteren Vorzeichenwechsel unterwegs. Die Vorgaben jetzt eher schwach. Wir haben aber ja zuletzt schon einiges an schwach gesehen hier beim deutschen Leitindex. Und von daher ganz richtig, wir werden nicht die ganz große Bewegung heute sehen. Aber wenn man neutral startet, dann kann man ja im Handelsverlauf sich noch für die ein oder andere Richtung entscheiden. Und vor allen Dingen wird es heute der große US-Arbeitsmarktbericht sein, der für Impulse sorgen dürfte. Ja, das ist doch eine schöne Einstellung. Ganz herzlichen Dank, Franzi, für den Überblick. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt, bei dem anscheinend alles offen ist. Schauen wir uns jetzt noch unsere Marktidee an. Das ist heute Gold. 2018 ist für Goldinvestoren bisher kein einfaches Jahr. Seit April ging es für den Kurs nach unten. Im August fiel er sogar unter die Marke von 1.200 US-Dollar je Feinunze. In den vergangenen Wochen, da bewegte er sich in einer sehr engen Range um diese Marke. Und charttechnisch ist jetzt eine ganz besonders bestimmte Widerstandszone wichtig. Welche das ist, wo sie liegt, das lesen Sie in einer ausführlichen Chartanalyse, wie immer zu finden, unter www.ideas-daily.de. Das war's auch schon wieder mit IDS Daily TV für diese Woche. Ich wünsche Ihnen einen tollen Handelstag, ein schönes Wochenende und sage bis Montag.